Eigentlich will ich es ja fast nochmal versuchen. Diesmal nehme ich vielleicht das Schwert. Komm, wir versuchen das einfach nochmal. Was kann schon schief gehen? Lass uns kämpfen. Guck mal, wir haben ihm sogar schon mehr Schaden gemacht als eben. Was aber auch kein Wunder ist, eben haben wir ihm ja gar keinen Schaden gemacht. Ach, guck mal, das läuft doch super jetzt. Und die epische Zeitlupe. Boah, voll den Bauch aufgeschlitzt. Dass er das überlebt hat, ist ja fast ein Wunder. Vor allem, wie problemlos der Kampf jetzt ging. Vorhin einfach gar nichts gebacken bekommen und jetzt einfach mal so schnell Gut hingekriegt. gemacht. Hab ich mir nicht eine Belohnung verdient? Wegen mir nimm einen Rum, obwohl ich ihn eigentlich nötiger habe. Da hast du schon recht. Ob wir hier jetzt einfach unendlich Rum herbekommen? Von ihm? Ich meine, das wird sich ja schon fast lohnen. Er hat uns fast keinen Schaden gemacht und wir bekommen einfach nur einen Rum. Largo, na, alter Saftsack. Zum guten Dieb. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Der konnte uns doch bestimmt Schlösserknacken beibringen, oder? Na, gerade nicht. Schade. Ich hatte gehofft. Oh. Sorry, jetzt habe ich zweimal dasselbe geklickt. Ich hatte gehofft, er könnte uns ein bisschen unsere Schlösserknacken-Skills verbessern. Aber das scheint er anders zu sehen. Hey, Junge! Die Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptunsbart. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Dabei hatte ich meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Tja, wem sagst du das? Ich bin auch nicht gerade begeistert. Hat Stahlbart dir vielleicht gesagt, wo er sein Artefakt versteckt hat? Artefakt? Noch nie gehört. Komm schon, du weißt doch was. Raus damit. Ich kann nicht. Ich habe ihm schließlich mein Wort gegeben. Aber er ist gestorben und er hat uns, als er im Sterben lag, gesagt, dass wir dich fragen sollen. Also komm schon. Wenn du es mir nicht sagst, kann niemand Mara aufhalten. Na schön. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber er hat mal darüber gesprochen. Und? Ja, das ist schon eine amüsante Geschichte. Eines Tages kam er abends hier herein und ließ sich wie so oft feiern. Er behauptete, dass er das beste Versteck gefunden habe, das es zwischen Lufttempel und Meeresgrund geben könne. In Garcias Schatz. Was? Ja, ich hab noch gesagt, du bist doch bekloppt. Der gierige Lump merkt das doch. Aber Stahlbart meinte, wenn es einen Ort gäbe, an dem Garcia nicht sucht, ist es sein eigener Schatz. Ist ja toll. Und wie finde ich den? Keine Ahnung. Aber hier wurde gemunkelt, Garcia sei zuletzt in Caldera gesehen worden. Eigentlich eine ganz gute Taktik vom Stahlbart. Da muss ich ihm schon recht geben. Wer sucht denn schon bei sich zu Hause, sozusagen? Tja, ich würde mir ja gerne rumkaufen, aber da fehlt uns, glaube ich, leider das Geld zu. Ja, Hank, den kann ich nach wie vor nicht ausstehen, nachdem der uns damals besiegt hat. Na, Pirat! Jetzt nicht! Okay, gerade kein Pirat. Können wir hier noch was mitgehen lassen? Wahrscheinlich eher nicht, außer so ein Bier. Gerade guckt doch keiner, oder? Das ist erbärmlich. Findest du? Aber du magst mich trotzdem. Ja, ist doch super. Dann habe ich da überhaupt nichts gegen. Deine Meinung ist mir voll egal. So, okay, wir müssten also nach Caldera, um da mit Garcia zu sprechen. Jetzt ist die Frage, gibt's hier denn noch ein paar Quests? Wir sind gerade auf Takarigua. So, Lagos Klamotten. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollen. Das werden wir vielleicht später machen. Die Kleidung eines Piraten. Das ist auch das... Ist das nicht das Gleiche? Ja, das sollte eigentlich genau das mit Lagos Klamotten sein. Ich denke, das machen wir später. Das heißt, aktuell gibt es hier relativ wenig zu tun. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Okay, das können wir auch nicht machen. Dann würde ich fast sagen, gehen wir einfach mal wieder direkt aufs Schiff und fahren mal ein bisschen nach Caldera, da wo unsere Reise begonnen hat, zurück zum Anfang. Da, jetzt stecke ich hier auch noch fest. So, Patty, setz die Segel! Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain.
Und zwar nach Caldera. Jawohl. Und wieder mal eine wunderschöne Sequenz. Das Wasser glitscht ein bisschen am Strand rum. Aber das ist schon in Ordnung. Links die Piraten am Lagerfeuer. Unter den großen Palmen. Rechts die erhabenen Klippen. Und das Schiff setzt die Segel. Und ich erzähl wieder irgendeine Scheiße. So kennt man das. Tja, und besonders hübsch sieht das hier auch nicht gerade aus. Aber sah es ja auch schon damals nicht. Als wir das erste Mal hier waren. So, kann das Schiff denn jetzt mal anlegen? Ja, ich unterbreche die Sequenz jetzt einfach mal. Das müssen wir uns ja jetzt nicht immer angucken. So. Und dann rennen wir mal ein bisschen den Strand runter. Also rennen. So ist richtig. Und da können wir auch noch mal mit dem Typ reden. Der Mann mit der Riesenfeder. Das ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass hier ein Pirat auftaucht. Du sprichst von Garcia. Er hat behauptet, er hätte eine wichtige Nachricht für den Hohen Rat. Der Halsabschneider hat sich aufgeführt wie ein Edelmann. Nein. Wo ist Garcia jetzt? Keine Ahnung. Er ist vor ein paar Tagen weitergesegelt. Vielleicht weiß Carlos mehr. Bestimmt sogar. Was war das für eine Nachricht? Das hat er mir doch nicht auf die Nase gebunden. Hat sich richtig wichtig gemacht. Er meinte, die Nachricht wäre von Mara und für die Mitglieder des Hohen Rates bestimmt. Oh, eine Nachricht von Mara. Das ist natürlich auch nicht so optimal. So, mal ganz kurz gucken. Hier haben wir ja bestimmt noch nicht geplündert. Das habe ich ja damals vergessen. Ganz wunderbar, wie ich bin. Rohes Geflügelproviant. Ist zwar nicht die Welt, aber immerhin ein bisschen. Das sah gerade aus, als ob es hier schneien würde. Aber das sind natürlich nur alte Brocken, die von der Decke runterfallen. So, hier gibt es doch bestimmt noch ein paar Kisten. Ja, Maki-Beere, okay. Die können wir uns auch gerne nehmen. Und dann schleichen wir nochmal hier hoch. In den alten Gemäuern ein bisschen rumschleichen. Mal gucken, ob wir die Tür öffnen können. Ja, das reicht gerade so, unser Skill. Wir gucken natürlich trotzdem mal Pokal. Noch ein Pokal. Da hätten wir damals richtig Geld machen können, hätten wir das einfach mitgenommen. Haben wir natürlich schlauerweise einfach vergessen. Also ihr. Ich hab das nicht gemacht, ihr wart das. Ah ja, jetzt dürfen wir wieder unsere tollen Schlösserknacken-Skills unter Beweis stellen. Tja, also wenn das mal nicht schnell ging, dann weiß ich auch nicht. Natürlich schleichen wir weiter. Die Ratte werden wir gleich auch noch vermöbeln. Ach, immer diese Schlösser. So. Funkelnder Goldring. 10 Stück. 10 funkelnde Goldringe. Sehe ich das richtig? Das ist ja unfassbar. Gut, ich will mich nicht beschweren. Die können wir leider noch nicht öffnen. Da brauchen wir noch 5 Schlösserknackenpunkte mehr. So, 20 Ruhm. Nehmen wir gerne mit. Oh, ich hoffe, jetzt hat uns der Typ nicht bemerkt, weil wir... Doch, hat er natürlich. Raus hier! Ja, ja, ja. Am besten schnell, bevor er uns angreift. Rau, Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. So, dann machen wir uns mal direkt auf den Weg in die Stadt. Na, Severin, ganz schön lange her. Ja, trainieren müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ich bin so oder so schon Profi. Viel Glück. Ja, danke, danke. Knapp mit Worten, aber ist mir lieber als so eine Quatschtüte zu sein. Immer diese Quatschtüten, die ganze Zeit labern. Schlimm sowas. Du bist zurück. Und? War deine Suche erfolgreich? Mehr als das. Ich habe die Waffe, hinter der Stahlbart her war. Stahlbart ist tot. Aber bevor er starb, hat er mir verraten, dass diese Waffe nur eine von 4 ist, die wir brauchen, um Mara selbst zur Strecke zu bringen. Dann bist du hier in großer Gefahr. Warum? Weil der Hohe Rat gerade dabei ist, ein Friedensabkommen mit Mara zu schließen. Das heißt, sie ist hier? Worin besteht das Abkommen? Das Abkommen besteht darin,
dass wir ihr alle magischen Artefakte ausliefern, die uns in die Hände fallen. Im Gegenzug verspricht sie uns freies Geleit nach Arborea. Die Narren scheinen ihr das zu glauben. Die haben sogar Sebastiano beauftragt, dir das Artefakt abzunehmen. Er hat es versucht. Das dachte ich mir, als ich sah, mit welchem Schiff du in den Hafen eingelaufen bist. Aber am besten, du erzählst mir gar nicht erst, wie du an die Black Betty gekommen bist. Ich bin mir sicher, du hast für unsere Sache gehandelt. Na, wenigstens einer ist noch bei klarem Verstand. Danke, Carlos, dass du zumindest so schlau bist. Wie konnte es nur so weit kommen? Von den 5 Mitgliedern des Hohen Rates sind es im Wesentlichen 2, die die Entscheidungen beeinflussen. Zum einen ist das Maurigato, der Vertreter der Handelsgilde. Und zum anderen Kommandant Corrientes, der Vertreter der Protektoren. Aber Corrientes ist zurzeit nicht hier, also hat Maurigato das Sagen. Als Maras Bote hier ankam, hat Maurigato ihn sogar persönlich empfangen. Natürlich, die Händlergilde mal wieder. Wer war der Bote? Der Piratenkapitän Garcia. Er und seine Leute haben sich anscheinend mit Mara verbündet. Er kam unter der weißen Flagge in den Hafen gesegelt. Okay, also Mara ist offenbar nicht hier im Haus. Hätte mich auch sehr gewundert. Gut, das heißt, es war nur Garcia, der hier war. Und der aktuell dann auch nicht mehr hier ist, scheinbar. Warum ist Corrientes nicht hier? Er ist zu einer Expedition nach Arborea aufgebrochen. Das war kurz nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Tja, erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über den Typen. Erzähl mir mehr über Maurigato. Maurigato ist zurzeit der mächtigste Mann in Caldera. Er wird alles tun, was ihm und seiner Handelsgilde zum Vorteil gereicht. Ja, es geht doch immer nur ums Geld. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ich bin auf der Suche nach Garcia. Warum? Weil er eine der 4 Waffen hat. Garcia hat sich eine Zeit lang in Caldera aufgehalten, bevor er wieder gefahren ist. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber er hat gewiss Spuren hinterlassen, aus denen du schließen kannst, wohin er gefahren ist. Dann werden wir nachher mal Detektiv spielen. Ich muss nach Caldera? Naja, wir sind doch in Caldera, oder? Ich muss nach Caldera. Sehe ich auch so. Fang am besten bei Maurigato an. Der hatte auf jeden Fall mit Garcia zu tun. Die Wache wird das Tor für dich öffnen. Sei vorsichtig da drin. Ah, okay. Gut, hätten wir das auch geklärt, dann kommen wir jetzt endlich mal durchs Tor. Das wollen wir doch direkt mal probieren. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war. War das hier? Ja, das könnte schon fast hinkommen. Mach das Tor auf. Befehl von Carlos. Sofort. Das glaubt er mir natürlich auch sofort. Dann wollen wir doch mal schauen. Ei, das sieht ja sogar richtig cool aus hier. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es noch so hübsch ist. Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal, ich kenn dich doch. Tatsächlich? Klar, ich hab dir doch eine Zeit lang rumbesorgt. Und, wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, habe ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Wo ist der Hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Ja, wir werden uns schon darum kümmern. Wo wohnt Maurigato? Über die Brücke, im ersten Haus auf der linken Seite. Okay. Über die Brücke, das erste Haus auf der linken Seite. Der Hohe Rat wird also in diesem Kuppelgebäude sein. Der Hohe Rat hat richtig gehandelt, als er sie aus Caldera verbannt hat. Aber die Kristallfestung wird uns nicht ewig schützen. Es heißt, wir fahren bald alle nach Arborea. Und da gibt es dann einen neuen Krieg. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Hast du mal nach Norden geschaut? Ich glaube nicht an Frieden. Hoffen wir das Beste. Tja, ich glaube auch noch nicht so wirklich dran, aber wir werden sehen. Hey, was willst du hier? Ist das Maurigatos Haus? Dann lass mich durch. Du siehst nicht so aus, als hättest du einen Termin. Ich glaube kaum, dass Herr Maurigato dich erwartet. Tut er auch nicht, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir ihn sehen müssen. Es ist ein Überraschungsbesuch. Maurigato mag keine Überraschung. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, das hatte ich mir fast gedacht. Ich will nur kurz mit ihm reden. Ach ja? Du
siehst nicht aus wie jemand, der nur reden will. Ich warne dich. Wenn du vorhast, Ärger zu machen, wirst du mich kennenlernen. Dich kennenlernen? Das klingt wirklich wie eine Drohung. Ach, ich mag ihn. Gut, dann sind wir doch nochmal so reingekommen. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt tatsächlich noch mehr Silberzunge brauchen. Also, dass wir das vorher noch skillen müssten, aber scheinbar kommen wir so da rein. Ja, bitte? Ich will zum Aurigato. Wen darf ich melden? Ich finde den Weg schon alleine. Natürlich. Die Treppe hinauf, das offene Zimmer. Vielen Dank, James. So, wir werden uns natürlich trotzdem erstmal hier umgucken. Du kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Okay, dann ist ja gut. Aber sie hat uns noch nicht gesehen. Na, wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja auch gleich nutzen. Das fällt doch nicht auf. Hermina ist ja auch ein schöner Name. Was? Chaka Pagabudu. Vielmehr galt der Häuptling Pagabudu als grausamer Eroberer. Man sagt, er sammelte die Köpfe seiner Feinde auf dem Ritualplatz seines eigenen Dorfes. Seinem eigenen Schädel spricht man große magische Macht zu. Die Marakai bewahren ihn nun schon seit mehreren Generationen. Ah ja. Interessant, was man hier alles erfährt.